Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Star Wars Outlaws. Ja, wir haben es geschafft im letzten Part. Wir sollten da ein bisschen die Spikes in die Pfanne hauen. Ich hab's gemacht. Man hätte auch die Crimsons nehmen können, aber ich habe mir gedacht, machen wir erstmal die Spikes ganz nach oben. Die Crimson ganz nach oben. Und dann... Hey, wie läuft's? Ich hab grad ziemlich viel zu tun. Ja, bist du gut beim Sabak? Was? Ja, ich bin aus Canto Bight. Gut. Ein paar Leute wollen im Makal um hohe Einsätze spielen. Nimm ihnen ihr Geld ab. Hä? Jetzt nicht. Ich glaube, ich laufe falsch. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ja, so. Okay. Ach, das war gut. Also, letzter Part. Den Part, den ihr gestern gesehen habt. Der ist für mich gerade mal 2 Minuten her. Ich bin noch ein bisschen... Hier. Sehen Sie sich um! Sie werden es nicht bereuen! Eine Bande Hutten hat sich uns ergeben. Sie suchen nach dem perfekten Angebot. Die hatten Angst vor Ihnen. Kommen Sie näher! Nee, jetzt nicht schon. Ich will jetzt mit ihr reden. Was ist denn? Hier irgendwo. Das ist sie doch, oder? Ja. Hast du es geschafft? Ja, aber da ist noch eine Kleinigkeit. Was denn? Tordens Buchhalter ist auf meinem Schiff und braucht Schutz. Er kennt alle Geschäfte, die der Gouverneur an Mirogana gemacht hat. Das kommt unerwartet. Ich schicke sofort jemanden, der ihn abholt. Also heißt das, ich krieg jetzt endlich alle Geheimnisse von Crimson Dawn zu hören? Nur eins. Die Kopfgeldjägerin, die deinem Todesmahl hinterherjagt, heißt Vale. Sie ist berüchtigt. Ha. Das heißt wohl, dass ich auch berüchtigt bin. In diesem Geschäft ist es besser, anonym zu bleiben. Baka, Bosnok wird abgeholt. Und ich wurde bezahlt. Welches Teil brauchst du als nächstes? Ich kann nicht mehr auf diesem Mond bleiben. Ja, ja. Eins nach dem anderen. Bevor wir den Hyperantrieb reparieren können, musst du deinen Gleiter verbessern. Ach, komm schon, Vaka. Das hab ich doch schon. Warum ist das wichtig? Das wirst du schon sehen. Treffen wir uns an der Kantine am Marktplatz. Da ist es abgeschiedener als bei Makal. Du machst dir langsam einen Namen, Kay. Weißt du, was das heißt? Dass ich dringend von Toshara weg muss? Das heißt mehr Arbeit. Ich habe eine hübsche Liste mit Aufträgen für dich. Und nicht nur ich. Viel mehr Leute wollen dich jetzt anheuern. Oh, danke, danke. Okay. Hey, Vance, such mich im Makal auf. Ist das eine Drohung? Ein Friedensangebot. Okay, Friedensangebot? Wie schaut's denn aus? Schlecht. Crimson immer noch nur gut. Ach, das ist so langweilig. Sollen wir mal zu ihm? Ich würde gerne... Hey, Motte, lass mich in Ruhe. Ich würde gerne... Oh, haben wir was Neues? Inventar. Okay, nichts Neues. Das Wrack. Na, auf Computer für die Bahnbrecher. Äh,
Gorik hat einen Auftrag für Kay, den er nur persönlich besprechen möchte. Er bittet um ein Treffen in Makals Spielhölle. Machen wir. Machen wir sofort. Komm. Hier ist alles in Ordnung. Machen wir. Alles, was Sie brauchen und mehr. Sehen Sie sich um. Mal sehen, was er will. Oh Gott, das wird ein Hin und Her. Mal gucken, was er will, okay? Spielhölle, wo war denn die Spielhölle? Ich hab's vergessen. Hier, ne? Du wolltest mich sehen? Direkt zum Geschäft. Gut. Ich weiß, du hast viel zu tun als, Pike. Gouverneur Torben und Crimson Dawn wollen mich rausdrängen. Haben sich mit einem meiner Leute verschworen. Ich glaube ja, es ist Tislak. Und ich will, dass du ihn findest und mir auslieferst. Ah, du brauchst eine Außenseiterin, damit niemand davon hört. Es ist eine komplizierte Situation. Eine Agentin von Crimson Dawn wurde abgehört, als sie das plante. Wo? Am Irogana-Markt. Ich schätze, sie sammeln noch Informationen. Ich will wissen, wohin sie das alles weitertragen. Schon dabei, Gorak. Okay? Ich will meinen Ring wieder. Oh, das ist dein Ring. Nix hat ihn gefunden, am Boden. Glatter Zufall. Tut mir leid. Wenn dieses Ding mich nochmal bestiehlt, häute ich es. Okay. Ist wieder ein bisschen gestiegen. Der Verräter. Okay, der Verräter. Hey! Danke! Hab mich gefragt, wann wir uns wiedersehen. Mhm. Ich brauche jemand Zuverlässiges. Und da dachtest du an mich? An wen sonst? Ich habe mehr als genug Aufträge. Such dir einen aus. Ich seh's mir an, kann aber nichts versprechen. Gut beschäftigt, Kleine? Also, untersuche die Bratenaktivitäten. Beschaffe die Fracht und die Frise ab. Schnellreise eingeschränkt. Überfalle das Banditenlager. Hohes Risiko, du bekommst eine Chance. Datenstifte im Crimson Dawn Viertel. Machen wir erstmal das. Ich zähle auf dich, Kleine. Ja, ja. Ein allzu großer Auftrag. Aber besser als nichts. Ja, besser als nichts. Wir müssen ja immer ein bisschen hin und her tingeln, ne? Also, die Hände... Entschuldigung. Die Hände heißen hier Aufträge. Das war... Hauptquest. Okay. Elira, ja, die hat ja jetzt nichts für uns.
können wir auch machen. Jodaras Vorratslager. Was in diesem Kreis drinne? Da muss man sich wieder so ranschleichen. Okay, wir machen aber jetzt erstmal den. So. Sie sehen aus, als würde Ihnen ein kleiner Einkauf gut tun. Also gut, achten wir auf Comlink-Geplauder hey, über Gora. Sieh da mit dem süßen kleinen Merkal. Kleine Kerl hat bestimmt schon viele Schätze gefunden. Ich hätte ein paar Dinge, die ihm gefallen könnten, wenn Sie handeln möchten. Okay. Ja, ich habe nichts gesammelt. Druidenauge, geheimes Amulett, funkelndes Metall. Okay, Schatz, nee, ich hab nichts. Kommen Sie bald wieder. Bis bald. Okay, wir können noch mit denen handeln. Wenn du nicht bald auftauchst, esse ich ohne dich. Ich bin am Verhungern. Nicht Crimson Dawn. Tu ihm den Gefallen. Wenn überhaupt, haben wir Glück, dass Tislak so emotional ist. Überleg mal. Er hat Gorak hintergangen, weil er ihm nicht den Weg zu einem Casino-Kreuzer bezahlen wollte. Halt ihn nur am Leben. Nix. Stehlen wir den Comlink. In die Tasche, Nix. Sehr gut. Wacker, kannst du ein Comlink-Signal für mich nachverfolgen? Ich hab dir die Frequenz geschickt. Ich bin ziemlich beschäftigt, aber gut. Wie es aussieht, stammt das Signal von der Renpali-Station in der Nähe von Toshal. Ach, dann gehe ich wohl nach Renpali. Kannst du der Bahnbrecher nicht etwas Ruhe gönnen? Sie hat eine Menge mitgemacht. Reg dich ab. Sie ist ein Schiff. Darf ich Ihnen etwas ganz Besonderes zeigen? Das machen wir jetzt erstmal nicht. Er hat recht. Das Schiff braucht Ruhe. Wir machen... Wir machen das. Oh Mann. Das heißt, ich muss raus. Geschwitzt. Boah, es war eine sehr schöne Mission, die letzte Part. Wenn ihr es euch nicht angeschaut habt, dann solltet ihr das tun. Ich wollte mal noch mal gucken. Kann ich den Wasser noch mehr modifizieren? Irgendwas gefunden? Klamottenmäßig kriegen wir auch nichts Neues, oder? Kalle Mittler. Danke. Okay. Oh. Okay, okay. Ich sag okay, okay und hab nichts verstanden. Nein.
Haben wir nichts mal Neues? So langweilig. Müssen wir mal Klamotten kaufen gehen. Es tut mir leid. Störende Verhalten ist in diesem Bereich strengstens untersagt. Das ist der Best, Pagwazu, Kudekor, Imri, Fels. Gibt es Ziel? Egal, wir fahren jetzt los. Also kommen wir noch nicht weg. Ihr seht, wir haben noch sehr viel hier zu tun. Ich weiß auch nicht, wie viele Planeten es später gibt. Die sagen 15 Stunden. Nur Hauptquest. Okay, ich bin ein bisschen dumm. Sag mal, für die Hauptquest alleine brauche ich bestimmt 20, 30 Stunden. Die haben Frosch im Hals. Dabei habe ich gerade was getrunken. Ich habe ein Tier, glaube ich, überfahren. Kommt schon, Leute. Wir können uns doch einigen. Wir waren, wer ist denn das? Keine Ahnung, wer es war. Irgendwo da. Und das ist mein Kumpel. Gib mir meine Pause. Ja, also echt jetzt. Upsi. Wir rennen mal rüber. Wie sind Sie losgeworden? Ja. Als wären die Imperialen und die Piraten beschäftigt. Ja, aber wir sind an einer falschen Stelle. Das
nur leise quieken, okay? Okay. Ich hasse es, den ganzen Tag rumzustehen. Da war wohl nichts. Mal komm, geh hier. Geht nur er dahin? Oh, da kommt noch einer. Warte einen Moment. Lasst uns abrücken. Die verraten mich. Halte die Frequenz frei. Du störst die Kommunikation. Bald werde ich hier abgelöst. Endlich. Was war das? Komm, schneller. Mit einem Kneipe über so eine Landschaft zu heizen, ist ein Erlebnis, ist das was? Ach, du doch nicht. Ja, was war das? Schnappt es euch! Ja, beruhigt euch, kommt! Hau ab! Ich kann diese Biester nicht ab. Formieren wir uns neu. Was zum? Ach, verkrifft. Hier lang. Das hier ist zu irgendwie. Strecke! Los, Nix! Er schafft nichts. Okay. Mal nicht leise. Egal. Noch was? Ich bräuchte mal langsam irgendwie doch einen Gürtel, der mehr Dingens hat. Bist du bereit? Mal gucken hier am Rand. Nein, ich sollte nicht anfangen. Nein, du machst Scheiße.
So. Huch. Sorry, Kuh. Giraffe. Kuhraffe ist das. Ein Fragezeichen. Ich guck mal, was es gerade ist hier. Gucken wir ganz einfach mal. Komm hier, wenn ich euch schon eure Sachen klaue. Will ich noch mal. Fall ich runter. Okay. Ah, ich kann ja auch mal streichen kommen. Nix, das wird schon. No. Oh. Okay. War sonst noch was hier? Also ich. Riechst du was, Nix? Ja, ich riech was. Okay. Sollte leicht sein. Kann man das jetzt... Nein. Ausrüsten. Süß. Sie kann immer nur einen Teil tragen. Egal, Hauptsache... Was. Ja, im Inventar habe ich irgendwas drin. Gut. Ich konnte irgendwo vorhin schaukeln. Mich hochziehen irgendwo. Wo war denn das? Ach, da. Sehr schön. Sind so knuffig. So. Dann rennen wir mal in die Richtung. Bereit, Nix? Was wollt ihr denn, ha? Was wollt ihr? Mann! Da
Das wirst du nicht überstehen. Schluss mit leise. Ja, Schluss mit leise. Keinen Bock auf leise ist mehr. Ah, ich bin tot. Ich bin tot. Ah, oh, da waren die schon. Also, nochmal leise versuchen wir es. Noch einmal leise. Ja, du kannst ja nicht klettern. Was soll ich eigentlich hier machen? Bleib versteckt, ja? Was sollen wir machen? Die aufmischen oder irgendwas klauen? Eine Banane Schiffs operiert von einer lokalen Werkstatt ausgesucht, wird eine Person, die herausfindet, was das Ziel sein wird. Also lausch. Ist da nicht besser, wenn wir von oben irgendwie dran kämen? Wir sind hinter uns her! Das ist unsere Schuld! Mutter der Mutter! Zum Glück ist das vorbei. Ja, ich wollte leise sein. Okay, das war ja noch nicht das lange. Die sind da oben. Kommen wir das von hier aus? Ach, die kann nicht klettern. Da drin? Na klar, sie klettern. Sie kann nicht klettern.
Werkstatt der Schiffsdiebe. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Ich hätte schwören können, dass da was war. Okay. Bleibt die da jetzt? Nein, sie dreht um. Da läuft auch zwei oder eine. Ja, halt die Augen offen. Irgendwo sehnt sich immer jemand nach einer Prügelei. Ja, du. Ist hier jemand? Ich brauche einen Drink. So weit, so gut. Kein Grund zur Sorge. Ist jemand in der Nähe? Erstmal alles mitnehmen. Alles scheint in Ordnung zu sein. Was ist da Kuna Bunky dunkel? Da ist nichts. Ist jemand in der Nähe? Mhm. Jetzt kein Mucks. Ja, ja. Siehst du was? Entschuldige.
ist nichts. Alles sauber, entspannt euch. Lenk sie ab, Nex. Die Hyperdüse war nichts. Hat mich gefunzt. Ja, bleib wachsam. Ich bin auch wachsam. Ist hier jemand? Ja, da oben quatschen zwei, drei Leute. Deswegen kann ich ihn nicht ausschalten. Hast du was gehört? Nix, es ist Showtime. Das ist ein Wunderbar. Was hast du da? Ich bin nervös. Zeit für eine kleine Showeinlage. Viele da. Los, Nex. Yoko Minky Team. Okay. Siehst du was? Songa Minor. Peach Sutter. Das sind aber viele. Muss ich alle erledigen? Nö, nee, eigentlich nicht, oder? Wir haben noch etwas anderes zu tun. Ich bin in Art, um das Gerät anzubringen. Ich soll ein Ohr. Ich muss die da oben wegholen. Alles scheint in Ordnung zu sein. Auf das Fass da. Schub
Parnopa Sintu Iniki. Seltsam. Novasuta. Ich kann nichts finden. Was? Das wird gleich laut, Nick. Okay, ich glaube, wir könnten mal hochgehen, oder? Es macht einfach zu viel Spaß. Du Opas. Du Opas. Das heißt, du aufpassen. Da läuft einer, da steht einer. Nix, ich brauche eine Ablenkung. Das ist auch ungebrochen. Und? Der hat kein Interesse. Viele da? Okay. Ist jemand in der Nähe? Also nur noch der eine, glaube ich. Und der da hinten. Okay, das brauche ich aber erstmal nicht. Okay. Mal schauen, was wir so schön finden. Ich bin ein bisschen ruhig, ich bin richtig angespannt. Ist hier jemand? Nein. Na schön. Ich wusste, dass du es schaffst, Kay. Dein Lohn ist unterwegs.
Okay. Der war richtig, dann machen wir den dahin. Nein, der war auch da falsch. Okay, dann kommt der erst, dann der. Jawohl. Alles mitnehmen. So. Haben wir was vergessen? Ich war nicht da. Wir können eigentlich jetzt verschwinden, ne? Auftritt erledigt. Ich verlasse das Gebiet. Okay, dann machen wir das. Ich weiß nicht mal, wie wir hingekommen sind. Naja. Wir gucken mal, wie wir rauskommen. Ah ja, da hat mir jemand gesagt, was brauchte ich dafür? Oh, er hat es mir gesagt. Ein Spezialding, aber ich will jetzt hier keinen Krach machen. Ich weiß noch nicht mal, wie ich rauskomme. Ich glaube, hier war der Weg. Kräftige Arme, die Frau. Ganz leise, kleiner Freund. Ja, wir hauen jetzt ab. So. Zeit zu verschwinden, Nix. Ausgezeichnet. Hey. Hey, hier ist ein Geschenk für dich. Offenbar von Crimson Dawn. Oh, was ist es? Woher soll ich das wissen? Ich hab's nicht aufgemacht. Was, wenn es Gift ist? Mach es selbst auf. Sehr schön. Was wollt ihr denn von mir? Wer sind ihr hier denn überhaupt? Nix, geh in Deckung. Kein Verstecken mehr.
dachte, ich hätte hier ein paar Siedlern geholfen. Was hast du gefunden? Und schon nicht. Mitnehmen. Okay. Na denn. Na los. Genug gelaufen, Nix? Dann würde ich sagen, was sagt die Zeit? Dass wir es los müssen. Und mal schauen, was wir als Geschenk bekommen haben. Wenn wir richtig fertig sind. Ich fahre hier einfach durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung, wohin. Tiere. Okay, ich muss mal ein bisschen auf die Karte gucken. Ja, wir sind so in der Richtung. Es tut mir leid, okay? Achso, ja, es tut mir leid, ja. Wir sind einfach zu fix, Nix. Fix, Nix. Gleich mal ausgezeichnet heißt ja nicht, dass wir bis zum Ende durch sind, ne? Wir gucken mal, was haben wir geschenkt gekriegt. Hier. Okay, Grinsenor hat Agenten in der ganzen Galaxie, die jederzeit bereit sein müssen. Alle stehen und liegen zu lassen, um schnell zu entkommen. Sie verstehen den Wert eines schnellen und zuverlässigen Gleiters. Ein Wappen, das Kira den vortrefflichsten Mitgliedern von Crimson Dawn verleiht. Okay. Hacking verbessert, sehr schön. Erhöht die Energiekapazität für Joker, sodass Kay mehr Fähigkeiten beim Hacken verwenden kann. Gut. Und was haben wir? Okay.
Ja, wie gesagt, das schalte ich frei. Schließe einen Schmugglerauftrag ab. Hecke gerät in 3 oder weniger Versuchen. Noch eins, dann haben wir das auch frei. Okay, schieße abgelenkte Gegner mit dem Blaster nieder. Ja, können wir ja mal machen. 4 Stück müssen wir noch. Okay, jetzt aber. Ausrüstung. Waffen von Crimson Dawn. Ich sollte es vielleicht... Ich bin nämlich... Ja... Ich bin ein bisschen noch vorsichtig. Weil... Wenn wir... Comic wurde einem Agenten von Crimson Dawn gestohlen, der bei seinen Plänen Gorak zu stürzen belauscht wurde. Okay, kommen wir mal. Also. Okay. Wir machen es doch mal. Weil erhöht die Wahrscheinlichkeit, unentdeckt zu bleiben. Du süße Maus. Das ist ein Schal. Fähigkeiten. Warum wird mir das immer noch angezeigt? Ich will keinen Fortschritt jetzt verfolgen. Halunkentasche. So. Seht ihr, wir sind erst am Anfang von ausgezeichnet. Kommen daheim, vertrauenswürdig, grandiose Geschäfte, willkommen an der Spitze. Auf der Fluchtjagd. Okay. Hier eingeschränkte Bereiche, nicht vertrauenswürdig, schlechtes Geschäft. Und hier, ja, zu ganz eingeschränkt, ein bisschen Arbeit. Okay. Also Klamotten würde ich ganz gerne mal kaufen. Haben wir denn hier jetzt was zu erledigen? Schwarze Stehen mit Betäubungsschutz. Ach ja. Aber warum wird mir das jetzt hier angezeigt? Ja, egal, es wird mir immer noch angezeigt. Vielleicht von mir, ich brauche nur einen Punkt und bla bla bla. Ich wollte jetzt aber gucken, was haben wir noch hier? Was eventuell. Marka weiß möglicherweise über einen Nachkommen, kommt für die Bahnbrecher. Dann sprechen wir doch mal mit dem, der steht doch hier. Achso.
Dann gehen wir mal gucken. Das machen wir noch. Lugana Markt. Ich würde so gerne Klamotten kaufen. Etwas Bestimmtes. Hä? Ach, hier ist er. Sag mal, wegen des NAV-Computers und deiner Reparaturen, wie viel schulde ich dir? Kay, wir sind doch Freunde. Das kommt später. Freunde? Würde ich nicht sagen. Doch würdest du, weil ich hier einen EML850-kompatiblen NAV-Computer für dich habe. Und da ich weiß, was ich tue, ist er gratis. Ach, wo ist der Haken? Kein Haken. Es gibt da dieses alte, unter Amberin begrabene Wrack, voll mit kompatiblen Teilen. Das wurde noch nicht leergeräumt? Naja, wir haben es versucht. Der Wind frischte auf und nicht alle von uns haben schicke Gleiter. Dann stürzt ein Teil ein und jetzt kommt man nicht mehr ran. Ach, kann ich mir nicht einfach einen von einem Pike-Kreuzer holen oder so? Nicht möglich. Die Bahnbrecher ist ein Eigenbau. Sachen von der Stange tun's da nicht. Du hast Glück, dass ich mich an das Wrack erinnert habe. Und noch mehr, dass ich einen Plan habe. Ich brauche nur einen Klasse 11 Energiekern. Und woher genau soll ich so einen nehmen? Von überall her. Zum Beispiel aus imperialen Anlagen. Wir haben es kaum lebend aus dieser Raumstation geschafft. Willst du mich hinter Gitter bringen? Ich versuche nur, dein Schiff zu reparieren. Gern geschehen. Und stirb nicht, ja? Das Wrack, neue Quest, okay. Oh, wieder da. Geröllwald. Alles, was Sie brauchen und mehr. Sehen Sie sich um. Oh. Hallo, nix. Ein schneller Marktwert von Mirogana könnte daran interessiert sein, nix Schätze gegen etwas einzutauschen, das nix lieben gern tragen würde. Ja, das ist dieser Trottel da. Hier. Ich hab da was. Hallo. Wenn Sie sich von einigen Dingen trennen möchten, hätte ich vielleicht etwas für Sie. Nee, das hat ein Adrenalins nach einem Treffer im Kiss-Bioblast. Wie viel Kohle haben wir eigentlich? Oh, 4000. Liebesgut von Nashada, Heimschniederschläge regulieren deine Gesundheit. Ach, ich würde gern das nehmen, ja? Gekauft. So, verkaufen. So. Liefere Syndikatsdaten ab. Datenkarte kannst du bei Syndikatshändlern abgeben, um deinen Ruf zu verbessern. Ein bestimmtes Syndikat könnte besonderes Interesse interessiert sein. Eine Liste von Raumschiff-Schrotthändlern, die gebrauchte und umgebaute Raumschiffe verkaufen. Okay. Anfragen. Oh, für die Kleine. Ballerknopf. Mehr Informationen. Teile. Okay. Aber wir sind wieder bei dürftig bei den Spikes, danke. Ja? Danke. Und nicht vergessen. Keine Rückerstattung. Sehr gut. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Ich mach doch gar nichts. So
So. Also, ja, wir... Du kannst mir Bakterien tragen. Das ist mir lieber. Den habe ich auch. Gut. Okay. Ich bin am Legen. Ach komm, wir holen uns das Teil auch noch. Meinung geändert? Ja. Hört die Menge des erhaltenen Adrenalins noch an. Ach. Nein. Dann halten Sie mich bitte nicht auf. Ich habe keinen Abstand. Ja, sorry, Blödi. Nochmal auf die Karte gucken. Ist nur da Klamotten? Hier gibt's Waffen. Mit einer Sammlung verschiedener seltener Gegenstände im Angebot. Dann gehen wir doch mal zu ihr und danach beenden wir den Part aber. Ich suche keinen Ärger. Ich will überhaupt keinen Ärger. Ich weiß nicht mehr, wo die sind. Unten? Oben, rechts, links, geradeaus? Ich weiß wirklich nicht mehr. Ach, irgendwo war doch eine Suppenküche oder irgendwie so. Was ist hier? Hey, ich hab da was, das dich vielleicht interessieren könnte. Ja, zeig mal. Mir wurde gesagt, dass ich dir ein Angebot machen darf. Oh, schön. Was hast du denn im Angebot? Zu viel Verpflegung benötigt. Und eine konfizierte Güter gestohlen und sie auf Toschara versteckt. Was abellorische Überlebenskünstlerhose. Der durch Explosion erlittene Schaden in der Hocke beim Rollen oder Rutschen wird enorm reduziert. Sieht verdammt scheiße aus. Nein, kaufen wir nicht. Auf alle. Okay. Ah, hier sind wir aber. Nein, 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 geht zurück. Nein, geht zurück. Da wollen sie nicht hin. Ich habe ein Angebot für dich. Ja, ich weiß. Waren der Galaxis. Wir haben alles, was das hier ist.
davongerannt. Man konnte durch eine Küche durchgehen. Durch eine Hintertür. Ich hab's vergessen. Vielleicht doch hier hoch. Warte mal. Da müssen wir uns ja sowieso etwas besorgen, ne? Man könnte schlechtere Arbeit haben. So. Ich habe besondere Angebote für Freunde der Familie. Ja. Ich kann nur eine, ich kann wenigstens jetzt drei. Man sieht sich. Ciao. Nein. Du erhältst eine große Menge Adrenalin, wenn du jemanden aus dem Hinterhalt niederschlägst. Ja. Okay. Warum bewegt sie sich immer noch so? Hier drüben ist alles klar. Vielleicht kann ich eine Pause machen. So. Es gibt ja hier das hier. Jetzt ist die Frage, darf ich hoch? Nein. Obwohl ich ausgezeichnet bin. Schön leise, Nix. Siehst du was? Hier draußen könnte sich jeder rumtreiben. Ich kann nicht allzu lange hier draußen bleiben. Wenn uns keiner sieht, schießt auch keiner auf uns. Okay. Ist jemand in der Nähe? Ich weiß nicht, ob das im Moment so gut ist. Was siehst du? Da oben.
Moment mal. Aber wie komme ich da hoch? Okay, wir haben's. Es sind aber auch eine kleine Diebe Schelster. Okay. Warum trifft es immer mich? Ich kann nicht allzu lange hier draußen bleiben. Ja, ja, geht's hier raus? Ich hab's vergessen. Ich glaube ja. Gefällt mir gar nicht, wie es hier aussieht. Dieses Gebiet ist. Ich hab's nämlich schon wieder vergessen. Wo ist denn hier raus? Bei mir ist alles ruhig. Ich glaube die Tasche höher, ne? Hä? Da ist die Treppe. Aber du bist doch jetzt hier herzlichst willkommen. Gut, ihr Lieben, das soll es aber gewesen sein. Was haben wir denn geklaut? Keine Ahnung. Naja. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin. Adios.